Irgendjemand findet mich immer. Sind Sie Captain Lincoln F. Stern? Der bin ich. Lincoln Stern, Sie stehen hier unter der Anklage des 12-fachen vorsätzlichen Mordes, des 14-fachen bewaffneten Raubes von Staatseigentum, der 22-fachen Piraterie im oberen Weltraum, des 18-fachen Betruges, der 37-fachen Vergewaltigung und eines einfachen Verkehrsdeliktes. Erklären Sie sich für schuldig oder nicht? Nicht schuldig. Nicht schuldig, sind Sie bescheuert? Kein Grund, sich aufzuregen, Charlie. Ich habe einen todsicheren Dreh. Rufen Sie den ersten Zeugen. Die Anklage hat todsichere Beweise. Du bist so schuldig wie eine Katze im Goldfischglas. Die Anklage ruft Hanover Fist. Ich rufe Hanover Fist. Hanover Fist. Hanover Fist. Hör mal, Stern. Erklär dich lieber für schuldig und bitte das Gericht um Milde. Ich hab's dir doch gesagt, Charlie. Ich habe einen todsicheren Dreh. Uns bleibt nur noch die Hoffnung, dass du heimlich begraben wirst, damit niemand dein Grab schändet. Erklär dich für schuldig. Halt die Klappe, Charlie. Ich habe einen todsicheren Dreh. Wo ist dein todsicherer Dreh? Da drüben. Geben Sie Ihren Namen zu Protokoll. Mein Name ist Hanover Fist. Kennen Sie den Angeklagten, Captain Stern? Doch, gewiss, ich kenne Captain Stern. Es hat niemals ein liebenswürdigerer und großzügigerer Mann als er gelebt. Ich habe ihm 35.000 Zulex versprochen, wenn er zu meinen Gunsten aussagt. Er ist eine überlaufende Tasse, voll bis über den Rand mit der Sahne menschlicher Güte. Solange ich ihn kenne, hat er niemals etwas Unmoralisches getan. Siehst du? Bis auf die Gründung eines Puffs mit Vorschulkindern. Und er hat auch niemals etwas Illegales gemacht. Wenn man die wenigen Male vergisst, wo er in der Verkleidung einer Nonne Rauschgift verkauft hat. Was? Ich hab doch nur auf meinem Mondfeld gearbeitet. Er war zu allen Zeiten ein braver, gesetzestreuer Bürger. Aber jetzt pack ich aus, Leute! Der immer das Gemeinwohl im Auge hatte. Halt's Maul! Halt's Maul, du Trottel! Ein Mann, über den jede Gemeinde glücklich sein sollte. Stern! Er ist nichts weiter als ein niederträchtiger, falschspielender, gemeingefährlicher, rücksichtsloser, pervertierter Wurm! Hängen ist zu gut für ihn. Verbrennen ist geradezu eine Belohnung. Den Kerl sollte man am besten in winzige Portionen zerlegen und dann lebendig verstarren. Hanover. Ich mache ihn kalt. Ich mache ihn kalt. Eiskalt, kalt. Wieder runter, Hanover. Du bist zwar der Größte, aber weißt du, sollten wir doch alles lieber in Ruhe besprechen. Thank you.
ist ja schon gut, Hanover. Ich glaub's dir langsam. So, dann zur Kasse. 33, 34, 35.000 Sulex. Ich danke dir, Hanover. Keine Ursache, Chef. Ach, Hanover. Ja. Leb wohl. Nur die wenigsten entkommen meinem Griff.